Stimmt. Ja, wir machen uns einfach unfassbar viel Druck. Es gibt so einen intrinsischen Druck heraus, der ist auch gesund im Sinne von, wenn ich jetzt spüre über meine Intuition, Mensch, ich müsste eigentlich mal ein bisschen mehr darauf achten, dass ich gesünder mich ernähre, ich müsste mal darauf achten, dass ich mich mehr entspanne, dann ist es so ein intrinsischer Druck, der durchaus mit der Intuition, also gekoppelt mit diesem, man nennt es Quantenfeld, in Verbindung steht. Das spüre ich dann schon. Aber es gibt diesen anderen unfassbaren Druck, den wir uns alle machen. Das geht schon bis hin zur Perfektion, wo ich mir keine Auszeiten mehr gönne, wo ich immer nur leisten muss, denn diese Perfektion im Außen, dieser permanente Vergleich, es reicht nie aus und so weiter. Also in dem Moment, wo wir wieder den Kontakt aufbauen, ich nehme das zu diesem Feld, zu dieser unglaublichen Kraft, die uns allen zur Verfügung steht, in dem Moment spüren wir auch, alles klar, ist es dieses Ding in meinem Kopf, was immer vor sich selbst bestehen muss, das mir diesen wahnsinnigen Druck macht. Oder gibt es da eine innere Stimme, die sagt, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen darauf achten, auch mal wieder mehr pflanzliche Nahrung zu mir zu nehmen, mich zu bewegen, vielleicht mal eine Atemtechnik zu lernen und so weiter. Aber einfach mal zu sagen, hey, ich muss gar nichts, ich darf. Also dieses wirkliche bewusste Wort zu sagen, ich muss gar nichts, ich darf. Das gibt einem schon wirklich eine ganz großartige Entspannung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ganz, ganz ehrlich, wir sind ja in einem für mich Ponyhofstaat, wo wir hier wohnen. Wir könnten alle ohne Probleme von Hartz IV leben. Wir könnten damit über die Runden kommen. Selbst diese Ausrede, ja, aber ich muss ja Geld verdienen, weil, ich muss ja das und das machen, weil, das hinkt immer, weil wir könnten von der Theorie her überleben, auch mit den Möglichkeiten, die uns hier in diesem Staat zur Verfügung stehen, aber wir wollen eben mehr. Und dann einfach mal zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ich darf? Ich muss gar